So, ich stehe mal auf der Startbahn mit den gelben Schildern. Hübsch schön. Yep. Oh. Wir sind jetzt zu haben wir noch weniger, keine als dass Rotten, man oder? jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, als dass man zwingend Wisperlisten, aber Rottenklar sollte man schon machen, gell? Ja, ich denke mal. Karaya fliegt mit Karaya. Louis fliegt mit wem? Ich habe noch keinen im Moment. Okay. Willst du mit mir fliegen? Den kriegst du nicht. Nein. Ja, da war doch was, gell? Das klang aber fast so. Ja, das hätte er wohl gern, aber ist nicht. Ja. Das Problem also, ist, du bist ja der Einzige, der irgendwie E3 fliegt. Ja, das stimmt. Das würde keiner. Ich fliege auch E3. Sehr gut. Schau, der Tippsen weiß, was gut ist. Ist der Kim jetzt allein, oder was? Warum rollen wir eigentlich neben der Taxi? Also sonst hängst du dich ja einfach bei uns mit dran, Kim, dann machen wir eine Kette auf. Ah, okay. Wie viel sind wir jetzt überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich belege hier gerade meine Sachen alle nur. Ja. Ja, genau, da können wir mal fahren. Kommt Kruger eigentlich noch? Dann anscheinend auch nicht, gell? Nee. Nutella, oder? Ja, okay. Ich dachte, nee, ich hab Skins gemacht, der ist fertig. Ja. Bypass hat der Sack hat nicht belegt, seine ganzen Dingens. Er hat, glaube ich, das Spiel nicht mehr installiert. Also, genau, sein Spiel nicht installiert, nämlich. So. Da hinten kommt noch eine gelbe 14 mit einer Wellenlinie. Okay, ich hätte aber gesagt, wir starten dann, gell? Ist keiner jetzt mehr unmittelbar hier, gell? Die noch belegen, die starten dann von wirklich von Ligeskur einfach dann aus. Ja, Rakete rechts. Rakete links. Was hatte ich denn hier für eine Nummer? Die weiße 2, die steht rechts neben dir. Rakete rechts. Check. Ich bin's. Rakete links. Weiße 1, rechts Rakete. Solo. Solo. Weiß 2, links Rakete. Irgendwas mit Rechtsrakete. Nochmal die Kühler checken für alle. Über Rolf und dann gehen wir gleich auf direkt kurz in die Bucht sozusagen, weil Ligeskur. Mit Wucht in die Bucht. Mit Wucht in die Bucht. Solo. Ja, Kim Solo. Ja. 115, Vater. Du, ich frage Eile. Gerade 93, aber ich reduziere jetzt wieder. Wir haben die vordere Gruppe erreicht. Ich gehe wieder auf, ich gehe auf ganz entspannte 0,65 Atta. Wir halten uns erstmal auf der rechten Seite der Bombe auf. Da können wir ein bisschen nach England in die Richtung blicken. Plus eine 3, Louis. Ja, genau. Ah, okay. Boah, jede Menge. Ends auf blauer Seite und 2 A's auf roter. Hey. Wahnsinn. Ja, ja, klar, war zu erwarten. Aber, ja. Ja, der letzte Patch hat die Spitfire 2 ziemlich aufgewertet. Die ist ziemlich so schnell wie die 1er. Aber nicht an Deck, oder? Langsamer. Doch, doch, die ist fast genauso schnell. Ich habe einen Kontakt in meiner 12. 2 Mod. 3 Kontakte. 4, 5, 4. Vielleicht müssen wir von dir ein bisschen hinterherhängen, denn Bomber. Ja. Na, es könnte auch schon die Hauptgruppe sein, es sind sehr viele. Ja, die eigentlich, genau, eigentlich fließen die auf allem aufwärts, die beiden Gruppen, ja. Aber den Bomber in der Nähe ist wahrscheinlich auch keiner mehr. Ja, das wird Galland nicht freuen. Ja, in Clips kann man ja schnell stürzen. Ich bin die Boss. Kommt Trailer über uns. Feindmaschine, Spitty. Knipse hat uns gerade passiert. Wo seid ihr, Karaya? Wir sind vor den Bombern. Die Spitty Contrailer, okay. Spitty fliegt gleich einzeln fliegend über die Bomber drüber. Also von der 11 Uhr der Bomber. Der war direkt auf Gegenkurs, ne? Ja, ja, der war auf Gegenkurs, fliegt gerade weiter. Der ist gerade direkt über den Bombern. Ostkurs. Okay, müssen wir aufpassen übrigens, Kim, aber ich glaube, ich sehe ihn da wahrscheinlich. Kommt Hallo ist 80. Entgegen. Nee, eigentlich sogar mehr, ich 85. Victor kann. Er ist auf Hallo 85. Ja, Victor, kommt uns dagegen, danke für die Meldung übrigens. Passiert im Moment aber eher die Bomber? Ja, ich glaube, der macht nur Meldung, wo die sind halt. Ja. Ja, den kriegen wir auch nicht ein, das ist Wahnsinn. Nicht mit der Anfangsenergie. Der hat schon einen ganzen Fanclub hier am Arsch. Der hat da, glaube ich, die Meier-Leute aufgekratzt. Ja, Meier hat gerade auch übrigens gefragt.
Ja, die Spitty erstmal ist ja, also das passt schon. Da sind jetzt 309er dran, ich sollte mit einer Spitty klarkommen. You are going feet wet, okay, passt. 5.15. Okay, Rote sind noch immer gemeldet, Südwest, Boulogne-sur-Mer auf 8000. Ja, das wollen zurück noch bleiben im Moment, aber die werden uns jetzt gleich noch auf Radar bekommen oder haben uns wahrscheinlich mittlerweile. Wir kommen gerade wieder auf die Bomber von der 11 Uhr heran, Kondens, also keine Panik. Dito, ja. Dito, wir machen auch. Ah, Victor, lassen Sie. Jetzt habe ich sie, ja. Also wir kommen gerade, ja, Bomber sind jetzt gerade reingeploppt. Noch bleibt die großartige Reaktion der Roten aus. Wir haben eine Bo-Fighter bei den Bombern, glaube ich, unten tief. Da ist gerade nicht. Ja, ja, ist eine Bombe, eine Bo ist gerade reingegangen. Könnte unter 10er Bombe sein, oder? Nee, ist eine Bo, ist eine Bo. Okay, kann einer die annehmen? Sag mal einer schnell. Sonst da ist eine 109 dran. Ja, wir gehen mal vorsichtig ran, Kim. Boah, den fast gerammt. Nee, du, ich stütze einmal rein. 3, 4, nee, negativ, das sind 409er Karai. Ich mach's nicht, also macht ihr was ihr wollt, aber. Ah ja, da sind mehrere 109er dran. Huiuiui. Ja. Okay, gut aufpassen, die wissen auf jeden Fall, wo wir sind. Ja. So, jetzt haben wir raus. Die kommen. Okay. Das sind mittlerweile 10 109er da unten. Ja, Wahnsinn. Ja, ich gehe da nicht mal ran, das ist kompletter Clusterfuck. Waren. Vor allem die hat die Bo hat jetzt auch die letzten 10 Sekunden was auf einmal so ein so Windmühle gespielt und herumgeschlagen. Das war der Hubschrauber. Naja, da habe ich mich auch fast sogar expertenmäßig reingerammt. Ja, wollte nicht sagen. Sah schon interessant aus. Kontakt unserer 9 Uhr Knipser Richtung French Point. Kommt Richtung der Bomber einzufliegen, den schauen wir uns mal an. Aus der Gruppe ist gefährlich, ja, aus der Richtung. Der ist geschätzt Halo 70. Kim, wenn du kannst, ich sehe dich doch, du bist auf der 7 schön, ja, genau, ruhig immer bis zur Feindmaschine. Einzelkontakt, 10 Uhr der Bomber, scheint eine Feindmaschine zu sein. Okay, könnt ihr die angehen? Ungefähr auf 60. Spitty kommt uns entgegen. Jo, Feindmaschine. Und da fliegt uns. Hab Sicht. Ich werde gleich drauf fallen. Victor? Spitfire. Ach, die da, Herr Victor. Hat uns gesehen. Achtung, ich jetzt geht die wieder rein, pass auf, wir sind dabei. Raus. Ja. Ja, geschossen raus. Wir bleiben oben, Karaja. Okay. Ja, halt jetzt unter Druck, bis wir keine Gefahr ist, entgeht. Ja, dann gehe ich auch mal rein. Ich glaube, der geht aber immer weiter runter. Ja, das ist bei Ryan. Ja, das ist eine Feindmaschine. Also unter 11 oder Bomber, wir gehen rein. Unter 60 möchte ich eigentlich nicht gehen. Ein Flug noch, ich gehe mal dran vorbei. Ne? Ja, ich seh's. Ja, ich zieh mal wieder hoch, ich bin auf 60 runter. Spitfire, 11 oder Bomber, leicht tief. Noch eine Feindmaschine hier, Knipse, aufpassen. Da ist aber auch schon eine 109 dran. Geh sie an, Cat, ich bin blind. Wir sind im Moment auf der. Ich geh sie an, 2 Uhr. So. Ist einer hier auf Ostkurs hinter einer Spitty auf 50? Oh, schön. Ja, das war Kids. GG. Okay. Die Meier-Leute sind mit. Die ist in der 6 der Bomber kommt eine Spitty. Perfekt, das ist ja, das ist eine einzelne Spitty. Die Kids, die schwingt sich jetzt ab. Wir haben hinten noch eine Spitty. Ja. Kids. Ja. Wenn du weiter schaust. Und tippst für das. Wenn ihr euch wohl allein fühlt, dann. In meiner Verlängerung. Ja, das sind auch schon, das sind schon 209er dran, nicht alle reingehen. Ja. Da in meiner Verlängerung Richtung Dover. Ich fliege jetzt Richtung Dover, okay, Richtung. Negativ, mach mal einmal auf diese. Na, in der Menschengegend haben die Meier-Leute wohl Kontakt. Hast du noch Kondens? Ja, da, und da fliegt mir jetzt in der 12. Ah, Victor, ist genau vor mir. Dein Caruso, ich versuche mal reinzukommen. Oh, da hat jemand jemanden gerammt bei den Bombern. Einmal wackeln nochmal. Na, der weiß aber, dass wir da sind. Lisa Wolf. Negativ. Ich bin auf jeden Fall jetzt auch bei den Bombern, wenn wir uns gleich wieder finden.
Sorry, Kim, im Moment lassen wir die anderen die Arbeit machen, aber das sind einfach zu viele 100 Leute, sonst sind wir alle da unten. Einer muss koordinieren und einer muss den Koordinierten beschützen. Treffer raus. Pilot Kill. Schön, Horido, cool. Kommt jetzt geht noch einmal, so schnell wie möglich wieder zurück, bitte. Wieder wir halten, wir sind den Fast-Tank-Market noch ein bisschen Stück nassen Fußes, halten jetzt auf Menschen und sowas. Zu den Bombern wieder. Zu sowas. Kühler muss ich jetzt. Sieht aber super aus im Moment übrigens. Klappt bis jetzt noch richtig gut. Schade, dass die Bomber einzeln hängen, einige einzeln hinten dran, ist nicht gut. Jetzt nochmal. Ist bekannt, wann die drehen, die Bomber? Ich glaube, hier auf unserer 8 Uhr unterhalb setzen schon die Einbrecher ein. Die ganze Zeit. Kim tippt mir am einen in unserer jetzt 8 Uhr unterhalb, der rankommt. Den will ich mir mal kurz anschauen. Ah, ich glaube, eine Spitty, ich gebe Gas. Aus der 7 Uhr kommt eine Spitty, leicht erhöht der Bomber. Da gehen wir 3 drauf. Victor. Toll, und jetzt habe ich dich verloren. Schade, bist du links rumgeflogen? Stark ja, Rolf getreten, jetzt sind es. Stürzt du gerade runter? Victor, geh auf die Spitty. Hängt jetzt gleich an den Bombern dran von unten. Ja, Visual. Ich komme von einer Seite. Ja, ja, Victor. Ah, fuck, der kommt auf weißer Bus. Naja, scheint so. Ich seh's. Oh. Treffer, Treffer. Du hast aber Wasser. Ah. Was? Wie geht das? Ja, ja, Bomber gar nicht vielleicht. Getroffen. Ja, hat eingeplagt. Oh, nee. Oh. Okay, die Spitty, der geht's nimmer gut, wird jetzt auch noch gerade da angegangen. Ich muss mich rausziehen. Ich glaube, die Spitty ist sogar abgesprungen. Ich bin hinter der Spitty. Ja, die hat richtig 20er gefressen von mir, dummerweise. Ein Treffer, Pling hat's gemacht, oder war der Wasserkühler kaputt? Ist es nicht immer Kling? Nee, man schafft locker nach Hause. Ja, von hier in der Höhe, kein Problem. Da kann man segeln, wir haben das schon getestet. Disco Kell, kein Problem. Storm? Einzelkontakt, gleiche Höhe auf der 3 Uhr, den gucken wir uns mal an, der ist soweit recht. Jetzt kannst du die Nahescort übernehmen und Karaya übernimmt eben die. Kann ich machen, ja, wir drehen um. Also ist interessant, dass bislang irgendwie die Gegenwehr so einzeln dahinter rüpft. Und da kommt was rein von den Bombern? Ja, selbe Höhe von den Bombern. Du stürzt Position von den Bombern? Spitty in den Bombern jetzt drin. 12 Uhr. Ja, da stürzt schon wer von uns rein. Ich. Nicht erkannt. Okay, Volllast. Bin dahinter. Oh, scheiße. Oh. Ich bin raus. Du hast die weggerammt, oder? Spitty fliegt noch. Ich bin da durchgeflogen, aber es hat nicht gereicht. Aber hat Wasser, glaube ich. Oh, sorry, was a pleasure. Vor den Bombern ist noch eine einzelne Maschine, die schaue ich mir mal an. Ja, ich gehe an die Raufen, das wird, ich flieg noch. Von dir kommen jetzt mehrere Feindmaschinen. 2, 3 Feindmaschinen auf Halo 60, eine Spitty und eine Hurricane war dabei und ich glaube noch eine Spitty. Aber eben war noch ein gutes Stück weg von den Bombern. Hinter den Bombern, 3 oder Bomber, kommt eine Spitty. Ich drehe herum. Ich breche ab, 3 Maschinen dran. Ja. Die hat viel Geschwindigkeit, die saugt sich jetzt glaube ich schnell von den hinten an den Bombern in die Bomber ran. Ich gehe in den Stutz. Lipster geht so raus, über Lisa. Frontal, auf gleicher Höhe der Bomber kommt noch was ran. Konzentriert euch jetzt, ist wichtig. Der Jagd Treffer am Heck. Langsam. Bomber kommt was rein. 2 Mod. Bofighter. Mach sie platt, Nutella. Kann ich. Kein Winkel. Warte schnell. Ich geh nochmal, ich geh nochmal an die Spitty ran. Naja, ich geh auf den Bofighter. Ich bin gleich dahinter. Crashed. Ja, der ist durch. Nein, ist noch nicht dran. Bleib dran, Ding. Ah, shit. Bomber brennt. Spitty hat Öl. Warum schießt denn die Spitty noch immer, ey? Ich bin nochmal an die Spitty dran. Sind dran. Mach ihn weg. Guter Treffer. Raus. Ich bin auf deiner 8 Uhr. Okay, bin raus.
Oh, zwei hinter mir eine Heinkel und zwei Speedys dran. Ich bin auf Halo 50 hier. Ja, Victor, da kann ich mal rangehen. Ja. Boah, jetzt kommt aber die ganze gesammelte Gegenwehr hier. Ich gehe auf die hintere Speedy. Ja. Ja, ich drehe, ne, ich wechsle das Ziel, gehe auf die, die hochzieht. Noch mehr Speedys. Uiuiui, da kommen alle von Deal jetzt. Treffer auf die hochzieht. Ja, ja. Hat sich eben gemeldet, genau. Ja. Wahnsinn. Ja, haltet die der 6 der Bomber so gut es geht, aber bleibt irgendwie dran, also versucht euch zu verteidigen. Ja, schwierig. Ja. Hab jetzt gerade keine Sicht auf dich. Die Meierleute ist leider aufgebunden. Gehst du gerade hoch über den Rolf? Nach Frankreich raus. Ja, genau. Okay, dann sehe ich dich, glaube ich, du hast gerade eine Speed angegangen. Ja, ich hab dir was gehört. Ja, ich bin hinter der. Schießt du gerade? Negativ. Oh Gott. Die Bomben sind jetzt wo. Spitfire. Da knallt eine Bombe. Ja, geht da an, wie du kannst, Kim. Spitfire kann. Oh, ich stürze auch nochmal mit Speedy rein. Bin dabei. Ah, die will uns Rotar drücken. Ah, ich glaube, ich bin hinter dir, wenn du gerade in Alisa bist, hinter dir. Nein. Ja, die hat gerade gewackelt, die Speedy. Schießt du gerade? Negativ, negativ. Wenn er jetzt nah anwandern. Ja, schwingt er ab, jetzt schwingt er ab. Raus. Ich komme jetzt gerade von der 6 Uhr an die Spitty ran. Die geht leicht dieser nach oben. Bitte stürzt sich durch. Gut so, alles richtig gemacht. Ach, da sind sie. Wo fliegen die hin? Richtung. Die, nach Wilmington müssen die jetzt wohl landen. Oh Gott. Das ist ein schlechter Plan. Den ganzen Weg nach Wilmington, hey. Alter, Alter. Mensch, bringst du eigentlich nicht? Von der Speedy. Ja, wir brauchen Gegenwehr. Oh, das ist schlecht. Bitte schwingt ab. Da kommt was frontal noch rein auf Kondens. Halo ist 7-6. Kommt der rein? Sieht aus wie Hurricane oder so? Ist jemand bei Dover zufällig? Nee, wa? Doch, ich. Nee. Schon alles nee, viel weiter westlich. Halo? Hallo, der vermutlich ein Hurricane war 7,5, 7,6. Okay, Knipser, ich bin jetzt direkt hinter den Bombern, vielleicht 2 Kilometer stürz, dahinter, selber Höhe. Ja, ich bin ein bisschen zurückgefallen, ich versuche aufzuschließen. Du stürzt gerade, ne? Hochfall, nein, 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 ich bin selber Höhe. Hochfall, Kurs hast du Richtung. Victor kannst, Victor. Mach sie platt, Tippsen, mach sie platt. Mensch, mein Victor. Geht noch eine Maschine hinter dir rein? Ja, ja, ich sehe dich, glaube ich. Wir haben auch eine Speedy auf Kondens hinter den Bombern. Oh ja, die ist direkt über mir. Ich geh ran. Nee, ist eine Hofhörter, scheiße. Bin durch, Treffer drauf. Da ist schon ein Fahrwerk raus. Aber passt auf, da sind, weiß Gott wie viele, 109er gerade auf der Bo. Die gehen alle gleichzeitig rein, nicht wegrammen. Ich glaube, den Bombern geht's noch relativ gut, oder? Also haltet die den Druck auf, wer so gut aufrecht so gut geht. Ja, ich wurde gerade beschossen von denen. Ja, ich erinnere meine eigenen leider. Kameraden. Spitfire bei den Bombern. Ja, ich versuche mich da gerade ran zu schummeln. Ich gehe ran. Da ist schon eine 109 dahinter. Bin ich blind drauf? Jo, ich bin auch drin, dann zieh ich raus. Ich komme jetzt mit Energie von oben. Ja, ich geh mal raus, das ist so gefährlich. Siehst du gerade hoch? Über Lisa? Ja. Ja, dann bin ich direkt bin neben, ich bin neben den Bombern sozusagen. Boah, was macht die Spit? Spit hat gerammt. Ich geh jetzt an die Spit hier ran. Da ist gerade niemand dahinter. Cat, sorry, ich finde dich nicht. Oh, sehr schön, brennt. Korridor schön. Die 9. J geht zum Schluss, die müssen aufmunitionieren. Diese Wegcheck, wenn es geht. Das ist neues PD auf der 8 Uhr, der, nee, 4 Uhr der Bomber. Ja, Visual geht drauf. Victor kann.
Die bleibt an dem hinteren Bomber dran. Ja. Du kurfst gerade mit dem, oder? Da ist noch eine Flasche, die. Irgendeiner kurft gerade mit dem Speedy da unten. Ja, der Kim. Ich habe hier eine frische Speedy, die erst in die Bombe reinsteigt, die wir nicht mit vorknüpfen. Eine Speedy stürzt sich jetzt gerade zum Deck durch. Ja, ignoriert sie in den Teller. Stürzt gerade auf das Speedy. Ignoriert die einfach. Vorsicht, da sind drei an der Spirit. Ja, deswegen habe ich es so abgebrochen. Immer zu dritt da hinten drin. Ich bin gestartet in den Gap ja und fliege jetzt auf Wilmington. Haben wir natürlich Glück, gesehen, gehört, was auch immer, ey. What the fuck? Ja. Ah. Ich komme dann hinterher, Schade. Durch. Ja. Ich bin bei Flashpoint. Du bist bei French Point. Ja, hat es. Ich hatte. Komisch. 6 oder was? Ja. Ein Wunsch von den Bombern, ihr sollt nach Wilmington voraus. Das ist jetzt ihr Haupt- oder ihr Kurs und Ziel. Aber ich glaube, ihr kommt da im Moment nicht weg, gell? Also lasst das mal lieber. Und Jack gibt mir moralische Unterstützung. Ich habe gerade einen trockenen Füße und dann springe ab. Oh, sehr gut. Ich versuche gerade nochmal trotzdem dem nachzukommen. Etwas wird abgedreht. Will ich diese Fraß nicht auf mir sitzen lassen. Ja, von hinten steigt ein Spitfire an die Bombe ran. Ja, bei ihm gemeldet, ja. Einer ist schon dran. Weile Kinder. Hurricane. Achso, das war das Spitfire eigentlich. War schön. Dafür habe ich jetzt eine Spitty hinter mir, aber weit. Mann ey, was die teilweise zusammenfliegen, mein lieber Freund, ey. Ja, du musst auch überlegen, viele sind ja aber nicht gewohnt, so viele Waffinen auf einen Raum zu haben, also das macht auch nochmal was aus, glaube ich. Das ja, ist aber keine Ahnung, den Bombern gerade die Bombern, dann. Die Turnfighter. Ja, die Turnfighter. Ich bräuchte kurz Hilfe, knapp hinter den Bombern, 2-3 Kilometer auf Halo 50, hab eine Spitze an mir. Victor? Ja, Victor. Nimmst du das Knipser? Ja, lass das Knipser und bei ja, den ich bin gerade bei den Bombern, ich muss jetzt mal gucken. Ja, genau, aber das Knipser, der macht jetzt mal. Ich sehe hier nur 109 aktuell. Ja, ich komme erst wieder, ich krebs mich an die Bomber gerade ran. Bin in der 6. Bomber, Halo 40 ja. bis 50. Und wo ist die Speedy auf deiner? Auf meiner 6, mittelweit. Wind, leider. Am besten hilft immer abspringen. Kommt zwar nicht wirklich ran, aber gut. Am besten hilft immer abspringen, sag ich. Der Speedy ist gut. Nee, du. Ah ja, ich glaube, ich hab's Kram, nicht. Ja, ab. Nee, komm ich nicht dran. Ich komm runter. Ich komm zu dir. Sicher? Ich hab dich gerade, ich komm runter. Das passt. Du ziehst den schön, das hast rein. Ja. Ah, fuck, mein Arsch. Ah ja, ich seh dich. Ja. Wenn ich irgendwas tun soll, sag mir. Nö, einfach schön, also keine großen Manöver, einfach schön ziehen, dann krieg ich die Kälte. Okay. Ich komm schön ran. Ich glaube, der hat eh abgelassen von dir jetzt. Ja, keine Ahnung, was der macht. Ja. Er drückt an, um wahrscheinlich in mich reinzusteigen. Ja. Was das Split ist abgesprungen. Eine Split ist abgesprungen. Kein Motor mehr. Storm und King, da habt ihr einen erwischt. Ja, er versucht jetzt in mich reinzusteigen. Ich bin gleich dran. Ich sehe da zwei vor den Klippen. Die sehr schön. Hast du kürzt? Nicht? Ja, war aber nichts dabei, wahrscheinlich. Oh ja, da waren schon 21, habe ich gesehen. Ja, er schwingt ab, aber ich gehe nochmal hinterher. Weiß jemand, wo die Bomber gerade dieses Gebackel hier in dem Spiel. Kurz vor Wilmington. 15 okay. Kilometer, 20 Kilometer vor Wilmington. Ja, Victor, danke. Schirm ist ja, offen. Der schwingt wieder ab. Gut. Ja, dann lass es sein, ich komme wieder hoch. Ach, den hätte ich so schnell wegknallen können. Da der Westen auch in Dieppke gekriegt. Ja, die hat Öl, der wird abspringen müssen. Das ist auch eine Bull. Ja, die wird gerade angegriffen von 1009 oder so. Wo bist du jetzt? Also es sind noch zwei Bomber übrig. Genau, Bomber noch immer wieder. Also versuchen gerade da reinzukommen. Es sind nur noch zwei Bomber übrig, ja. Ja, bleib mal dran. Bull, die gehen glaube ich gerade in Angriff, oder? Ja, ja, es ist ja bald sein soweit. Aber die bleiben auf Höhe angeblich. Ich hab sie auch nicht getroffen, die Bull.
Geht runter. Was machen die da? Knipser, ich bin glaube ich auf deiner 3 Uhr gleich. Hab gerade herumgedreht etwas. 3 Uhr hoch. Einmal wackelt. Eine Runde. Hab gewackelt. Hopp, blind. Das ist eine einzelne Henkel hinter uns, die gerade an der Küste angegangen wird von der Spitty. Ich versuche gerade die Spitty hier abzuknallen. Alter, ist komm die schon, schnell, hat eine heilige Kabine durch. Ne, es könnten doch drei Heinkel werden. Ja, wir können ein paar einzelne vielleicht noch nachhängen, gell? Wer weiß. Also immer im Zielgebiet sind dabei. Nachfolgend 4 haben wir dann. Ah, schön, eine Spitty wurde gerade angeknabbert. Bomber oder was von denen übrig ist, fliegen ja jetzt schon eigentlich wieder ab, oder? Ja, also ich sehe hier ein paar, die drehen jetzt gerade übers Wasser raus, oder? Weil einer dreht Inland. Ja, das willst du wissen, ne? I'm going for the Queen! Oh. Alter Spieler, wer ist da gerade reingegangen? Ach, der hat stehende Motoren, deswegen dreht der Inland. Ja, wollte ich gerade sagen, der wird schon einige Bisse geschreddert sein. Okay, ich habe jetzt mittlerweile Wilmington Spitze in Sicht. Ja, wo ist der zweite Shit? Ich sehe nicht mehr. Da werden zwei einsame Bomber tief über Wilmington gerade zerrissen von roten. Ja, kann man nur ignorieren, wenn die tief sind. Die sind aber vielleicht auch entsprechend. Ja, die sind auf Fallout 15 oder so. Naja, klar. Hast du gerade gewackelt, links, rechts? Ja, ich gehe zum Rolf. Dann bin ich genau über dir, perfekt, alles klar. Ich habe eine Spitty direkt hinter und über mir. Die ist auf Halo 6570, jetzt gleich bei Wilmington Spitze. Fliegt gerade südlich raus, sie fliegt auch südlich raus. Auf Kondens ist sie jetzt, also zieht inzwischen Kondens. Also ich sehe zwei Kondensstreifen direkt hinterm Bomber quasi, oberhalb. Richtung, nee, direkt, wir gehen jetzt gerade nassen Fußes und die Spitty, ja, die zieht aber jetzt über Lisa weg. Du meinst die hinter uns auf der 5, die Spitty, ne? Die 6 Uhr jetzt 6 Uhr, ja. Zieht über Lisa, ist eine Spitty. Ich bin auf 5,5 noch. Lass mich noch mindestens eine Heinkel nach Hause eskortieren, das wäre toll. Dann streng dich mehr an, ich weiß noch nicht. Ja, ich bin ja, ich geb ja Gas. So viel Box geflogen, Dui. Ja, eigentlich auch nicht. Dui fliegt doch kein Box. Doch, ein bisschen schon in letzter Zeit. Jeden Mittwoch, jeden Flug mit dem STG-2. Ich habe Kontakte mittlerweile bei Wilmington. Also eine 109, die Kondens, bitte, versucht jetzt wieder ranzukommen. Geht ja, das an. Ist eine... Die 109 ist glaube ich keiner von uns, die kommt jetzt auf uns, Knipser. Die 109 zieht die Spitty zu uns, ich geh mal über Lisa. Okay. Ja, ich versuche dann nochmal ein bisschen mitmischen. Oh, da rammt sich rein, ehrlich. Ja, okay, dann gehe ich da lang. Sie soll weiter auf ihr Ziel gucken. Ah, ich habe ihn auch angeknabbert. Also. Treffer, head on. Okay. Der hat glaube ich keinen Motor mehr. Der hat nämlich direkt in den Motorraum 220er bekommen, ja, darunter eine Panzergranate. Beim Mark landen. Oh, da warbt gerade was. Server ist weg. Bitte. Und oh, nee, ja. Ja, Server ist weg. Ausgezeichnet, ich gelandet. Scheiße. Aber da war doch auch gerade irgendwie so eine Nachricht, meine ich. Ja, du. Ich glaube, der kommt gerade in den Weltraum.
Ach, scheiße. Na, schade.